Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 4. Ja, was lese ich hier gerade? Pagans Zorn macht sich bemerkbar und wir sollen auf der Karte nach einem Konvoi suchen. Das machen wir natürlich hier. Da ist er. Pagans Zorn. Vernichte diesen schwer bewaffneten feindlichen Konvoi. Du erhältst große Mengen Kyra-Truppchen und kannst gratis deine Munition auffüllen. Ja, wir machen das jetzt wieder ganz alleine, oder wie sehe ich das? Das heißt, wir werden hier erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, haben wir hier schon einiges, ich glaube, Munition aufgefüllt? Haben wir alles schon gemacht, ne? So, dann gehen wir hier raus. Wir werden uns jetzt erstmal gegen Pagans Zorn durchsetzen. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier? Hier glänzt auch noch so einige. Ich habe das tatsächlich immer noch nicht so richtig hingekriegt. Eine Rohrzange haben wir gefunden. 5000. Da ist natürlich schon wieder alles voll. Die sind schon wieder am Kämpfen. Und irgendwie ist hier auch noch tatsächlich irgendwas. Aha, Außenpostenmeister. Nee, das will ich ja nicht. Nee. Nein. Hier in die Richtung müssen wir, ne? Genau, und dann, guck mal, da sind die Elefanten noch. Außenpostenmeister wollen wir nicht. Wir werden uns erstmal um diesen schwer bewaffneten Konvoi kümmern. Komplett alleine. Was ist denn da noch alles? Achso, das sind die Dinger. Nee, will ich nicht. Haben wir die ja noch markiert hier? Attentat, eliminiere in dieser Aufgabe Kommandeur der Royal Army. Du erhältst XP und Rupien. Attentat. Und was ist das? Außenpostenmeister. Online-Bestenliste. Ja, wie gesagt. Hier läuft das tatsächlich alles ein bisschen anders. So, wir werden uns jetzt hier erstmal um diese Außenposten-Geschichten kümmern. Schwieriges Gelände. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Waren wir hier überhaupt schon gewesen? Schnapsbrennerei. Whisky, Schnaps, Soda Pool. Was haben wir hier? Hier kommen wir natürlich nicht rein. Aber das können wir lesen. Rezept für Mondscheinbier. Ach, Mondscheiner sind das. Zutaten: 9 Pfund reine Kyrat-Gerste, 1,5 Pfund Tigermalz, na klar. 0,5 Pfund 60 Grad Liter dunkler Kristallmalz, 1 Liter Honig und Mondscheinhefe natürlich. Vorgehen, fange nochmal an zu brauen und so weiter und so weiter. Alles klar. Das heißt, dann können wir uns diesen. Das sind hier also die Mondscheiner. Wir können hier aber nichts machen. Können wir hier das Bier mitnehmen? Nee, ne? Ich dachte, ich bin voll. Plastik voll. Die Handgranate kann ich nicht mitnehmen. Das ist der Konvoi, ne? Das ist ein bewachsenes Auto. Ihr hört den Sender Fares Kyrat. So, wie ihr alle wisst, benutzt... So, da müssen wir hin und dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen hinterher twerkeln hier hinter den Jungs. Als Zentrum für Porsche, Flörs, Opiumgeschäfte. Ich frag mich, ob irgendeine ausländische Art... Ja! So! Ja! So, jetzt, das ist der Konvoi. Das war natürlich klar.
Wir sind natürlich gleich in den Konvoi reingefahren. So, wo sind die Nachladen, Leute? Da muss ich hin. Müssen wir so einen Flugapparat haben, ja, von oben. Ah, ja. Yeah. So, und dann werden wir hier jetzt erst, da hinten müssten sie doch sein, ne? Erstmal uns anpirschen. Sind sie das da? Nee, ne? Nee. Das hier. Alter Falter, die sind weg, ne? So, wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt hin? Eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Rana. Also ich möchte über Anita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der Habe. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist doch eine kleine. Ich will mal ganz kurz gucken. Wo sind die denn? Die sind abgehauen, ne? Glaube ich, ne? Den Konvoi? Alles Gute über Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, so. Aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht. Ich bin kein Drogenfahnder. Ich unterstütze diese Falle. Gott sei Dank. Aber ich deale nicht. Ich finde, das ist nicht okay. Anita dagegen. Hört sie dazu? Okay. Wo sind die? Wo wird hier geschossen? Da hinten. Was? Das hatten wir schon mal gehabt, das waren Zivilisten. Gut. Da oben sind die jetzt, die kriegen wir gar nicht. Das hatte ich schon mal in der Nachfolgeversion gehabt. Die, so ein Konvoi hier, alter Falter, das heißt, die sind jetzt in der Richtung. Die kriegst du. Nee, das mache ich auch nicht. Im Auto ist es doof. Das. So, jetzt haben wir direkt im Brausen. Wir müssen bloß rechtzeitig. Da sind sie. Was ist das? Ah. Kommen sie jetzt näher oder was?
So, wann haben wir jetzt schon ein? Da ist der nächste. Der erste ist verknickt. So, ein Teil haben wir schon. Hier können wir nichts holen. Nee. Also wir haben den Konvoi schon etwas aufgeraucht. Hier gibt es auch noch so viel zu sehen, ne? Haben wir jetzt nichts zu holen, ne? So. Der entfernt sich jetzt wieder. Ich glaube, mit dem einen kaputten Auto können wir was anfangen hier. Ich wollte ihn heilen. Idiot. Achso, mich heilen. Ja. Ich dachte, den könnte ich heilen. Also, den können wir nicht nehmen. Der ist noch gut. Der geht noch. Den nehmen wir jetzt. Ihr hört den Sender Flyers Kürat, hier ist Robbie Ray Runner. So, also, Sabal sagt, dass wir... So, und jetzt hier über die Brücke rüber schnell. ...um Kürat zu retten. Ich glaube, da könnte was dran sein. Hatten Sie mal gesagt, dass Religion Opium für das Volk ist? Tja, wenn Sabal nicht will, dass wir Drogen nehmen, muss er uns was anderes bieten. Genau. Okay, ich mein, war ich schon mal was ist das mit dem... Wen habe ich denn jetzt Drogen hier? Was? Der schießt auf mich. Das war ein Nashorn. Panzernashorn hat mich von hinten angefallen. Und ich hatte, glaube ich, noch einen nachgesetzt. So. Hier waren die Schweine, ne? Genau. Das ist ein Händler, den können wir nochmal schnell anquatschen. Hallo, hallo! Ich brauche Munition. Kaufen, anpassen brauchen wir nicht. Das, Körperpanzer, haben wir Schützenhilfe. Alles klar. Zack, 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 raus, zack, okay. Stets ein guter Kunde. Hau rein, Alter. So, was haben wir hier? Wir müssen in die Richtung. Wir schicken sofort Verstärkung los. Ich wollte gar nicht schießen, ich hatte... die linke Maustaste gedrückt und hatte eigentlich vor, Schützenhilfe zu holen. Und ja, irgendwie funktioniert das nicht so richtig hier. Oh, das sind wir schon. Ist der Rebell ist tot? Ja, nu? Gut. Kommen wir da drüben an, wenn wir da drüben durchtauchen? Ja, ne? Elefanten wollte ich jetzt nicht schon wieder um die Wette kämpfen. Ja, ist klar. Irgendwie so ein Monsterfisch wieder von hinten angefallen. Mann. Zack. Genau, Funkturm. Funkturm müssen wir auch nochmal wieder. So, wir können doch hier nicht mehr hinterher rennen. Die fahren hier ewig im Kreis, aber. Natürlich. Boah, ich renne jetzt ewig hinterher, oder was? Die fahren hier in einem Kreis. Ne, der haut ab wieder, der fährt hier wieder im Kreis. Den brauche ich mir bloß holen hier. Brauch bloß warten. Könnten ihm auch entgegenfahren? Das nämlich. Warum hier im Kreis fahren? So, ein bisschen wie wild fahren. Zack. Alle Tugum auf der Burg in der Mitte.
Leute, Senderpreis Kühlwein. Am Mikrofon Rabbi Ray Rana. Das hier lang. Aber das ist egal. Müsste doch funktionieren. Den einzigen Flughafen des Landes unter Verschluss. Hey, Rock. Und? Jetzt fährt er natürlich hier nicht lang. Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender Franz Kühler. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte handeln? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein Schein serviert. So, jetzt haben wir die Kiste. War das jetzt alles? Ja, das haben wir geschafft. Geldbeutel fast voll. Also noch einer, ne? Hau rein, Junge. Wieder eine Truppe von denen weg. Die sind okay. Wir warten erstmal, bis hier das Feuer aus ist. Jetzt. Nee. Nein, 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 nein. Keine Munition mehr übrig? Okay. Gut. Dass man da nicht mehr fahren kann. Das war das. Schnell mal aufgeräumt. Das ist geil, das Fahrzeug. Ihr hört den Sender Flyers Kühlwart. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten T-Export. Dann haben wir das ja auch schon wieder hingekriegt. So, was haben wir als nächste Aufgabe? Ja, muss aber ganz schnell entfernen. Beutekiste ist klar. Hier waren wir gewesen. Hier ist Propaganda-Außenposten. Entferne und zerstöre diese Propaganda-Poster. Befreie Kürat von Bagan. Minz, das müsste das gleiche sein, ne? Guck mal, das sieht ja so ähnlich aus. Wollen wir jetzt wieder umdrehen? Irgendwo wollte ich hier auch noch einen Funkturm. Hier, da könnten wir nochmal die Karte aufdecken. So, was haben wir noch? Einen Punkt haben wir. Innere Stärke. Ach komm, machen wir jetzt mal. Zack, jetzt haben wir die innere Stärke. So, wo müssen wir hin? Da oben. Ein Witz, du nimmst nicht aus, das Radio. Die Radios kriegst du tatsächlich nicht aus. Wollen wir hier wirklich hingehen? Würde ja gern seinen Aussichtsturm nochmal befreien. So. Drogen, Alter. Wir haben überhaupt keine Antidrogenbehörde. Das heißt, keine DEA, wie in so. Wir müssen hier im Prinzip auch nichts anderes machen als. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass sie mit Drogen handeln, als ob das noch einen Unterschied machen würde. Das sind doch schon wieder die Gegner hier, ne? Foltern und der Zwangsarbeit.
Es gibt keinen Berater im Pagans-Palast, der ihm sagt, wissen Sie, die Umfragen sagen, Attentate und Faschismus. Aber wenn das Volk von Kübert erfährt, hört sich so ein kleines bisschen an nach Udo Lindenberg. Ja, es sind doch die Drogen. So. Das zählt nicht, wenn ich den Matsch fahre, ne? Das ist mir... Haut der jetzt ab, oder was? Könntest du vermutlich, du hast die Macht dazu, ich meine, Pagan findet mich nicht. Aber ihr könntet das bestimmt. Ja, beurteilt ein Buch nicht nach dem Umschlag. Ich respektiere Pagan, weil das Cover schon so abgedreht ist, dass man weiß, das Buch muss völliger Schwachsinn sein. Also, aua! Doof, das Viech. Oh, mein schönes Auto. Oh, so ein Mist, ey. Hä? Wow. Ich brauche hier dringend Hilfe, und zwar schnell. Nachschuss, alles klar. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe. Gut. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier Hilfe. Der goldene Pfad benötigt Vorräte. Sammle die Vorräte an den angegebenen Fundstellen und bringe sie den Leuten, die sie am dringendsten brauchen. Hallo? Ja, können wir machen. Vint, bist du das? Nachschub für den goldenen Pfad. Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ. AJ Gale? Kennst du den nicht? Moment. Junge, ich AJ, bin es, AJ. Genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Das Meine Nashorn, Einheit ey. Erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzonen. Alles klar. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Gut, jetzt habe ich die Koordinaten, alles klar. Gut, was ich jetzt natürlich machen werde, ist das Ding. Weil... Das war schon wieder zu viel. Was ich ein bisschen schade finde, ist... Das Nashorn hat uns unser schönes Fahrzeug kaputt gemacht. Das ist der Funkturm, ne? Wollten wir da hin? Oder wieso ist er jetzt nicht mehr drauf? Sind wir jetzt hier schon angekommen, ne? Glockenturm, klar. Wir werden erstmal runtergehen. Alles klar, ich muss jetzt erstmal hier Folgendes machen. Natürlich. Vor allem, was ich immer suspekt finde, ist, es wackelt ja immer der gesamte Turm. So, Munition haben wir. Haben wir auch. Hier haben wir noch nicht genug. Gut. Wir werden erstmal ein bisschen mehr Karte aufdecken. Jetzt komme ich hier hoch, wenn ich auf die Kiste steige, alles klar. So, wir werden erstmal ein bisschen mehr Karte aufdecken. Und zwar... da drüben, ne? Na klar. Dünner Balken und dann hier rauf. Natürlich. Hauptsache, die Clowns sind nicht unseren Flieger hier. Guck mal, hier können wir pennen, ne? Nee. Munition. Alles klar, das sind ganz normale Fahrzeuge.
Jawohl. Das wäre Nummer 1. So, und dann? Das glaube ich ja wohl jetzt nicht. Außerhalb des Winkels? So, noch was? Noch einer ohne Fahrschein? Das Feuer breitet sich aus, ne? Gut. Wir werden höher gehen. Da, ne? Ja, ich will den Glockenturm da oben freimachen, damit wir die Karte freikriegen. Das sind unsere Leute. So, wo geht's weiter? Hier. Zack, 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 zack. Hier schnell hoch. Und dann? Außen da. Na klar. So, dann hier lang. Und dann? Da oben müsste noch ein MG sein, finde ich. Knirsch, Knirz. Na klar, natürlich. Ganz einfach. Der ganze Turm wackelt. Komplett instabil. So, wo muss ich jetzt noch hoch? Komm, das Ding machen wir noch zu Ende. Also die Karte wollte ich nochmal aufdecken. Dann kann ich hier unten runter. Okay. Gemeinen Lämmergeier, den dürfte ich ja schon wieder einen Schuss wollte ich abgeben. Ein Schuss. Medpack brauche ich nicht. Munition hat er wohl auch genug. Gut, dann freimachen hier. Ist das der Glockenturm? Der war das, der Glockenturm. Verdammt, ey. Hier war ich schon drauf, ne? Da war ich schon drauf. Oh, ich wollte ihn noch wieder runter klettern. Muss ich noch höher klettern? Na los, komm hoch. Los! Was? Nachladen. Na los, komm. So, das dürfte geklappt haben. Jetzt hauen wir ab. Wie sieht das Ding gut aus? So ein bisschen hier in die Berge rein. Was ist das hier? Achso. Die sind aber auch alle. Welcher ist denn am dichtesten? Wir werden mal schauen. Wir werden erstmal den dichtesten Punkt. Den Turm wollten wir auch hier haben. Wir werden erstmal dieses Ziel hier anvisieren. Zack. Das ist ein bisschen schlecht zu steuern hier jetzt auch. So ein Ultraleicht-Heli hier. Was? Haben die schon wieder alles weggebratzt, aber
Hier kann ich doch landen, ne? Cool ist das. Und Drachengleiter. Eine Flinte. Munition. Oh, was habe ich da für Munition reingebraten, ey? Er lädt aber gleich einmal nach hier. Hä? Das ist ein Sender hier, das ist Beute. Die wollte ich gar nicht. Warum auch immer, die mich angegriffen haben, verdammt. Gut. Hier ist irgendwo ein Sender. Interagieren. Ich hab das Erste. Alles klar. Gute Arbeit, nur noch eins. Pass auf dich auf. Mache ich, gib mir Mühe. Voll. Ich kann nichts mehr damit nehmen. Kann ich denn hier wenigstens pennen? Okay, Freunde, damit ist erstmal diese Folge wieder zu Ende und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal in Far Cry 4.